Vergangenen Juli fand ein Pilzesammler die sterblichen Überreste von Peggy in einem Waldstück in Thüringen. Heute nun nimmt der Fall um das seit 15 Jahren verschollene Mädchen eine überraschende Wende. Ein kleines Stoffstück vom Fundort Peggys weist genetische Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Bönhardt auf. Dass jetzt aber der Verdacht besteht, dass einer der NSU-Täter auch noch der Mörder der kleinen Peggy sein könnte, ist unfassbar. Uwe Bönhardt gehörte mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zum rechtsextremen NSU-Trio, das in den Jahren 2000 bis 2007 9 türkisch- und griechischstämmige Kleinunternehmer ermordet haben soll, zudem die Polizistin Michelle Kiesewetter. In ihrem Fall verfolgten die Ermittler jahrelang eine falsche Genspur. Sowohl der Leichnam Uwe Bönhardts als auch das Skelett von Peggy wurden von der Rechtsmedizin der Uni Jena untersucht. Dass nun auch hier eine Panne passiert sein könnte, schließt das Institut aus. Auch andere Rechtsmediziner halten eine zufällige Übertragung oder Verwechslung des Genmaterials für sehr unwahrscheinlich. Es werden bei solchen Untersuchungen auch immer Kontrollen mitgeführt, die einem sofort anzeigen, hier habe ich jetzt eine Kontamination möglicherweise von Fall Nummer 1 eingeschleppt. Die Erfahrung zeigt aber, dass sowas nicht vorkommt und wenn es vorkommt, dann eben auch durch diese Maßnahmen, die man ergreift, diese Kontrollmaßnahmen erkannt werden würde. Es gibt im Umfeld des NSU einige Hinweise, dass auch Kinder Opfer der Terrorgruppe gewesen sein könnten. Schon 1993 fiel der Name Uwe Bönhardt im Zusammenhang mit einem Verbrechen an einem Kind. Enrico T. beschuldigte seinen Freund Bönhardt, den Jungen ermordet zu haben. Auch dieser Fall ist nicht aufgeklärt. 8 Jahre später fanden die Ermittler im Schutt der ausgebrannten Zwickauer Wohnung des NSU-Trios Dateien mit kinderpornografischem Material. Wir wissen außerdem, dass zahlreiche Personen aus dem Umfeld des NSU mehrfach wegen sexuellem Missbrauch von Kindern oder wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften in Erscheinung getreten sind. Ebenfalls im Jahr 2011 fanden die Ermittler im ausgebrannten Wohnmobil, in dem Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos tot aufgefunden wurden, Spielzeug und einen Kinderschuh. Wir wissen ja, dass dort auch Kindersachen gefunden worden sind in dem Wohnmobil damals. Und da, die sind gar nicht komplett DNA getestet worden. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die müsste jetzt mal dringend nachgeholt werden. Vor 2 Jahren wurde Tino Brandt, ein Kumpel Uwe Bönhardts und V-Mann des Verfassungsschutzes, wegen vielfachen Kindesmissbrauchs zu 5 Jahren Haft verurteilt. Angesichts all dieser möglichen Verbindungen des NSU zu Verbrechen an Kindern sehen Politiker dringenden Handlungsbedarf. All das veranlasst mich, dass wir jetzt nochmal sämtliche Akten auch polizeilich bei uns prüfen müssen auf die Frage von DNA-Spuren, von Verbindungen. Und das Thema NSU und organisierte Kriminalität wird an der Stelle nochmal mit einem ganz anderen Blick zu betrachten sein. Der nächste Verhandlungstermin im NSU-Prozess gegen die einzig Überlebende des Terrortrios Beate Zschäpe steht in 11 Tagen an.